Happy Birthday, lassen wir das. Herzlichen Glückwunsch für 15 Jahre Wii-Programm. Danke. Und wer bist du? Hi, ich bin Tjanne und ich bin bei uns im Nachhaltigkeitsbereich für das Thema Menschenrechte zuständig. Menschenrechte? Was genau hat Tchibo denn mit Menschenrechten zu tun? Sind die nicht selbstverständlich? Die sind selbstverständlich, aber es gibt noch viel zu tun, damit wir sicherstellen können, dass Menschenrechte auch überall, auch in unseren Lieferketten, eingehalten werden. Deswegen haben wir vor 15 Jahren das Wii-Programm ins Leben gerufen, um die Menschenrechte in den Lieferketten sicherzustellen und die Arbeitsbedingungen vor Ort zu verbessern. Das Wii-Programm ist wirklich für die Beschäftigten in den vor allem asiatischen Beschaffungsmärkten, dort, wo die Tchibo-Produkte hergestellt werden. Und im Wii-Programm gibt es 5 zentrale Menschenrechtsthemen, die wir adressieren. Einmal Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, keine Zwangsarbeit oder Kinderarbeit, keine Diskriminierung oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, die Möglichkeit für die Beschäftigten, Gewerkschaften zu organisieren oder denen beizutreten und das Thema der Löhne und Überstunden. Wii steht für Wir. Und das symbolisiert, dass die Menschen im Mittelpunkt des Programms stehen. Wir machen auch Fabrikkontrollen, sogenannte Audits. Aber Themen wie zum Beispiel Diskriminierung lassen sich von außen nicht so leicht identifizieren oder herausfinden, wie zum Beispiel ein zugestellter Fluchtweg. Und im Wii-Programm können die Menschen vor Ort, die Beschäftigten, diese Themen angehen, mit ihnen arbeiten und für sich Lösungen identifizieren, die passen und die langfristig umgesetzt werden können. Und so können wir sicherstellen, dass die Lösungen, die vor Ort gefunden werden, tatsächlich für die Menschen passen und die Menschenrechte gewahrt werden. Wow, aber warte mal, da kommt doch wieder mein Lieblingswort ins Spiel. Regelt das nicht auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz? Genau, seit Anfang dieses Jahres müssen alle Unternehmen dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz folgen. Wir machen das allerdings schon seit 2008 mit unserem Wii-Programm. Und das sind 15 Jahre, in denen ihr sicher viel verändern konntet. Wir sind stolz auf das Erreichte, wissen aber auch, es gibt noch eine Menge zu tun. Und deswegen haben wir das Wii-Programm aktuell in 7 Ländern laufen. In Bangladesch, Indien, Pakistan, Kambodscha, Vietnam, China und die Türkei. Und in diesem Jahr haben wir über 90 Fabriken in das Wii-Programm integriert. Über die 15 Jahre, die das Wii-Programm schon läuft, haben wir 430 Fabriken integriert. Wie genau funktioniert das denn? Kann ich mir das vorstellen wie so eine Art Schulung? Wir lassen den Beschäftigten vor Ort die Möglichkeit, für sich selber zu bestimmen, was ihre größten Themen sind und wie sie die adressieren und lösen möchten für sich. Das braucht Zeit und Vertrauen. Insofern sind wir im Wii-Programm auch mit den Fabriken mindestens 2 Jahre lang unterwegs. Aber was genau wird denn da überhaupt vermittelt? Im Wii-Programm geht es um den Dialog. Von der Geschäftsführung, dem Top-Management der Fabrik bis hin zu den Beschäftigten in den Produktionslinien sollen alle gemeinsam zusammenkommen, um zu identifizieren, welche Zukunft wünschen wir uns für unsere Fabrik, welche Themen, welche Menschenrechtsthemen wollen wir adressieren und welche Lösungen wollen wir für uns entwickeln. Und wer ist das eigentlich vor Ort, der diese Inhalte für euch an die Leute bringt? Dafür arbeiten wir mit speziell ausgebildeten Wii-Facilitators zusammen. Das sind Coaches, die in der Fabrik den Prozess auch über Jahre hinweg begleiten und in der Fabrik dafür sorgen, dass diese mutigen Gespräche stattfinden können in einer Art Safe Space, um diese schwierigen Themen auch adressieren zu können und den Menschen die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen. Gleichzeitig haben die Fabrikarbeiter und Arbeiterinnen auch die Möglichkeit, Beschwerden direkt an Tchibo zu richten. So können wir schneller die Ursachen bearbeiten und Lösungen auch implementieren. Und das ist auch im Sinne des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Entschuldigung. Aber wie sieht denn das konkret in der Praxis aus? Also, wenn es eine Fabrik gibt, in der zu viele Überstunden erzeugt werden oder in der es Diskriminierung gibt, wie kann da das Wii-Programm helfen? Für die vielen verschiedenen Themen haben wir auch viele verschiedene Herangehensweisen. Das Thema Überstunden ist sehr komplex. Da zu schauen, was sind die Bedürfnisse der Beschäftigten, was sind die Bedürfnisse des Top-Managements auch und welche Rolle kann auch ein einkaufendes Unternehmen wie Tchibo dabei spielen. Bei Diskriminierung geht es vor allem darum, vielleicht auch in einem Rahmen der Anonymität erstmal eine Sensibilität für das Thema herzustellen. Also man könnte dann im Wii-Programm zum Beispiel Briefe schreiben, die man sammelt und die man dann gemeinsam liest, wo nicht klar ist, wer hat welchen Brief geschrieben, aber wo das Thema der Diskriminierung adressiert wird und wo dann in diesem Raum auch dafür eine Sensibilität geschaffen wird und konkrete Lösungen entwickelt werden können, um dem vorzubeugen. Jetzt habe ich aber gelesen, dass das Wii-Programm eigenständig wird. Heißt das, Tchibo ist jetzt fertig damit? Keine Sorge, wir hören nicht auf. Das Wii-Programm wurde als eigenständige Organisation ausgegliedert, um anderen Unternehmen oder auch anderen Organisationen es möglich zu machen, auch Teil des Wii-Programms zu werden. So können wir mehr Menschen erreichen in den Lieferketten, auch andere Sektoren vielleicht noch mit adressieren und wir wollen das Wii-Programm auch gemeinsam weiterentwickeln.
Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass die Leitprinzipien von WE, das Partizipative, die Eigenverantwortung vor Ort, die Stärkung der Arbeitnehmer und das Bewusstsein über ihre Rechte transferierbar sind. Das heißt, wir wollen jetzt diese Leitprinzipien, diesen Ansatz auch zum Beispiel auf unsere Kaffeelieferketten tragen. Und das sind doch richtig gute Ausblicke. Oh, und damit sind wir auch schon am Ende. Bereit für den Schlusssatz? So packen wir das. Und jetzt trinken wir noch einen Kaffee zusammen, oder?